Ja, wir dürfen uns freuen erstmal auf 4500 Gäste in dieser wunderbaren Halle. Wir dürfen uns freuen auf die Verleihung an das Lebenswerk für Karl Gott. Wir haben tolle Show-Acts. David Garrett wird spielen, wird Born in the USA performen zum ersten Mal. Ich finde ja, solche Momente sind da, um ein Stück weit auch auf sein eigenes Leben zu reflektieren und was man geschafft hat. Was ich an der Henne mag, ist ja, dass hier noch richtig im Fernsehen eine Show gemacht wird mit viel Musik und Tanz. Von daher bin ich mal sehr gespannt, wie so eine Show abläuft, wirklich von vorne bis hinten und das mal alles mitzubekommen aus der, nicht aus der Reihe Backstage, in der ich sonst mal bin, sondern mal wirklich aus dem Publikum. Also ich lasse mich völlig überraschen, was da alles passiert. Aus einem kleinen, überschaubaren Ostpreis hat sich seit 1995 die Goldene Henne zum größten Publikumspreis Deutschlands entwickelt. Mit heute Abend 4500 Gästen im Saal. Es ist einfach ein sehr schönes Gefühl, wenn man als Künstler ja sehr abhängig ist von den Zuschauern. Und offensichtlich gibt es da draußen ein paar Menschen, die unsere Shows immer wieder gerne sehen und die mich auch irgendwie sympathisch finden und die motivieren mich, dass ich weitermache. Das Größte ist die Dankbarkeit von des Publikums. Es ist ein weiteres Signal vom Publikum, dass die wirklich unseren Comeback auch wollen.